Moin moin und hallo, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch zu der nächsten Runde der Top 5 von MMOzone.de. Im Anschließenden präsentieren wir euch 128x128 Minecraft Texture Packs. Ich hoffe, eines davon gefällt euch und jetzt kommen unsere persönlichen Top 5. Platz 5 belegt bei uns diese Woche Canecraft. Starke Konturen mit vielen Details zeichnen dieses Texture Pack aus. Besonders Steine, Ziegel und Holztexturen wirken sehr schön. Als Defizit kann man das Gras ansehen. Zwar ist dieses schön modelliert, doch wirkt es auch auf Entfernung stark unscharf. Platz 4 geht an KDS Realistic Texture Pack. Es zeichnet sich besonders durch sein natürliches Aussehen aus. Wälder, Wiesen und Holz wirken sehr realitätsnah. Die Beleuchtung und Sättigung wirkt angenehm. Weniger überzeugend kann es bei Steinen oder in Höhlen. Platz 3 belegt Wind Waker. Bei wem jetzt Zelda im Kopf herumschwirrt, der hat recht, das Texture Pack bezieht sich auf die Thematik. Wer Fan von den Zelda-Spielen ist, der findet hier seine Offenbarung. Platz 2 wird souverän von Fancycraft belegt. Sämtliche Blöcke wirken gut texturiert und bieten viele Details. Zu meckern gibt es kaum etwas. Ein rundum sorglos Paket für fast alle Spieler, die HD Texture Packs mögen. Platz 1 geht diese Woche an Live. Das Texture Pack verbindet klassische Texturen mit neuen Innovationen und überarbeiteten Blöcken. Die Umgebung wirkt freundlich und angenehm. Es macht einfach Spaß, in der Natur umherzulaufen und sich die Landschaft anzugucken. Auch große Gebäude, Städte oder Dörfer sehen mit diesem Texture Pack einfach nur gut aus.